So. Hallo du. Oh je, was ist da denn los? Hm? Ja, frag gar nicht erst, wir helfen dir. War mir vollkommen klar. Sie hat sonst niemanden. Wirst du dich tun? Annehmen. Wir sind ja nicht so. Muss ich mir das jetzt merken? Oh Gott. Paifang, roter Wächterdrache. 名店が軒を連ねる通りでございます。私たちがツアーで行くのは青い看板が目印の肉まん屋さんです。そのお店の名物はウルトラ爆盛りスーパー肉まんです。すごい名前だな。なんとその肉まんとっても大きくてサッカーボールと同じくらいのサイズなんだそうです。ぜひ春日さんも食べてみてください。それでは次に行きます。ついに最後のスポットです。こちらは中華街の食を司る神様と言われているサンラートンの像です。サンラートン。サンラータンの中に入っている豚だからサンラートンなんだそうです。豚はトンとも読みますから。Ich habe echt gelitten, wenn ich mir das alles merken muss. なんていうかユニークだな。このとっても可愛いサンラートンにはありがたい言い伝えがあるんです。なんとサンラートンの右耳を4回撫でて中華街を出ると中華街を出た後も美食に巡り合えるそうなんですよ。右耳を4回。覚えづらいな。右耳だけちょっと塗装が剥げてるのでそれが目印ですかね。よし、これで一通りの説明は終了です。春日さん、大丈夫そうですか？なかなか難しいな。けど、あやみはスラスラ俺に解説できてたじゃねえか。でも本番になると失敗したらどうしようって。頭が真っ白になっちゃうんです。でも両親にはしっかりした姿を見せたいので頑張ります。私は準備がありますので中華街通りの太陽門の前で待ってますね。わかった。じゃあまたな。おい。So, wo ist sie denn? Ach, da unten. Ich nehme zumindest an, dass das das ist. Ach ja, stimmt. Da haben wir ja auch noch was. Survive, da und da. Oh, dann haben wir es ja fast geschafft tatsächlich, bevor wir dann weitergehen. Ja, dann gehen wir doch direkt dahin, oder? Lassen wir sie gar nicht so lange warten. Ja, man kann mich ja schon mal übersehen. Dein Ernst jetzt? Ich demonstriere natürlich nur, dass man nicht auf Straßen rumlaufen sollte. Das sollte man tunlichst vermeiden. Wenn wir gerade schon dabei sind. Wir haben aber auch gar nicht mehr so viel MP. Gibt denn noch irgendwas zum Futtern auf dem Weg? Oh nö, nicht wirklich. Das könnte ein Problem darstellen, möchte ich meinen. Spätestens dann, wenn jemand was von uns möchte. Also böswillig. Da ist sie. Halt, bevor wir irgendwo hingehen. Achso, ist eh zu. Sprich sie doch an. Dankeschön. Kasuka-san, ich zähle bei der Führung heute auf dich. Bist du bereit? Ich denke, dass ich mir das gemerkt habe. Also, gehen wir zum Treffpunkt. Mir ist ein bisschen peinlich, da zweimal in ein Auto reingerannt zu sein. Nehmen wir wohl an, das sind die Eltern dann. Ja, wenn sie schon winken, dann auf jeden Fall. Ah, hallo alle zusammen. Danke, dass ihr bei der Chinatown-Führung dabei seid. Ah, oh nein. Nein, nein, nein. Das geht ja gut los. Ist sie vielleicht neu? Alles okay? Keine Sorge, Leute. Ihr seid heute in besten Händen. Oh. Reiß dich zusammen, Ayami. Deine Eltern sehen zu. Ja, ja. Ich muss mich zusammenreißen. Entschuldigung. Oh, okay. Ich bin heute eure Fremdenführerin. Ayami Ishida von Chinatown Tours. Und das ist mein Assistent für heute. Er heißt Katsudon-san. Das ist Kasuga. Steht zu Diensten. Es ist schön, hier zu sein. Hm. Mann, Ayami ist jetzt schon völlig fertig. Okay, hier sind wir. Dieses Tor markiert den Eingang nach Chinatown. Was für ein tolles Tor. Okay, hier sind wir. Dieses Tor markiert den Eingang nach Chinatown. Das hat sie gerade schon gesagt, oder? Oh. Hey, das hast du doch gerade schon mal gesagt. Wird das jetzt eine Comedy-Einlage? Oh, Entschuldigung. Diese wunderbaren Tore nennt man Paifang. Sie sind ein Grundbestandteil der traditionellen chinesischen Architektur. Der Legende nach liegt ein Wächter darin. Der Wächter Bitte Multiple Choice? Nee. Oh weh, hoffentlich geht es unserer lieben Tochter gut. Das kann ja... Das hat ja gar nicht lange gedauert. Okay. Ich muss ja wohl unter die Arme greifen. Das Wächtertier war... ein roter Drache. Ein grüner Tanuki finde ich auch schön. Das Tor wird von einem roten Drachen bewacht. Ganz genau. Der Torwächter ist ein roter Drache. Von diesem Tor aus wacht er der Legende nach über alle Menschen. Wow, ein roter Drache. Das passt ja perfekt zu Chinatown. Ja, da mache ich doch glatt mal ein Foto. Oder auch nicht. Gut, gut. Okay, gehen wir weiter zum nächsten Stopp. Hm. Schön, dass ich helfen konnte. Okay, also, sogar hier in Sotembodi ist die Straße voller bekannter Geschäfte. Oh. Chinatown. Ah, ja, ja, ich wollte sagen, dass diese Straße voller toller Geschäfte ist, genau wie in Sotembodi. Und, apropos, hat jemand Hunger? Das hat sie sich gerade aus den Fingern gesaugt, oder? Was ich persönlich sehr empfehlen kann, ist das Teigtaschenrestaurant da drüben. Eins davon sah eher aus wie ein Soapland, aber... Wow, riecht super. Aber hier gibt es viele Teigtaschenrestaurants. Welches genau ist es denn? Oh, naja, es ist das... Ich habe mir, glaube ich, zu viele Details gemerkt. Boah, ist das nervig. Pinkes Schild, rotes Schild, blaues Schild. Oh. Es ist das mit dem blauen Schild. Ich habe auch ziemlich Hunger. Gehen wir doch einfach dahin. Hey, super, ich bin am Verhungern. Was gibt's denn da für Teigtaschen? Das wird eine Überraschung. Also los. Oh, bin ich gespannt. Vielleicht haben sie Teigtaschen mit Garnelen in Chilisauce. Leider kein Fan von Garnelen. Da muss schon was wirklich herzhaft Fleischiges drin sein. Ah ja, mir macht das super, oder Liebling? In der Tat. Ayamis Eltern scheinen glücklich zu sein. Riecht das gut. Hier gibt es gerade eine neue Teigtasche, die, irgendwas mit Hyper. Oder Miraculous. Oh nein. Komm schon, Ayami. Wie heißt die Teigtasche? Hyper Bursting Beauty Bun, Mega Miracle Delicious, Ultra Packed Super Bun, glaube ich. Ganz angesagt ist hier gerade die brandneue Ultra Packed Super Bun. Das Überraschende an der Ultra Packed Super Bun ist die Größe. Sie ist so groß wie eine Melone. Und was noch ein Fußball? Diese Teigtasche stellt selbst den größten Hunger. Ich hoffe, dass sie jeder probiert. Was ist sie denn? 320 Yen. Ist das nicht unglaublich? Das müssen wir posten. Ja, so absolut. Das werden die Leute lieben. Das lief doch ganz gut. Jetzt noch das Schweinchen, oder? Und damit sind wir am letzten Punkt unserer, unserer Führung. Dem neuesten Neuzugang in Chinatown, dem Schweinlatang. Das Schweinlatang? Das kleine Schweinchen verdankt seinen Namen dem chinesischen Gericht Schweinlatang. Scharf-saure Suppe. Oh, Zungenbrecher. Schweinlatang, verstehe. Witziger Name, aber das Schwein ist süß. Das Schweinlatang ähnelt zwar einer Maneki Neko, aber das soll hier in Chinatown der Gott des Essens sein. Maneki Neko sind diese komischen Winkekatzen. Ihr kennt die vielleicht. Und oh nein, da war doch noch irgendwas. Warum ist die Farbe am rechten Ohr so abgerieben? Oh, genau. Wenn man das Schweinlatang viermal am rechten Ohr reibt, dann bekommt man angeblich nur noch köstliches Essen serviert. Wow, ich will dran reiben. Machen wir ein Foto. Ich will nur ein Foto machen, merkst du? Soll ich ein Foto von euch machen? Ja, bitte. Ayami, du machst das echt super. Ja, wirklich. Ich bin so stolz. Ich könnte heulen. Ah, tut mir leid. Oh. Oh, oh. Herr Arschloch, sieh nur, was du angerichtet hast. Du hast meinen Anzug versaut. Der hat 500.000 Yen gekostet. Tanaka-san, geht's dir gut? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Mist, ich brauche Hilfe. Jetzt habe ich ein Hütchen mit dir zu rupfen. Oh, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Tanaka-san steckt in Schwierigkeiten. Ich habe zwar Angst, aber ich darf nicht in Panik geraten. Ich muss stark sein und meine Kunden beschützen. Du hast mich sogar mit dem heißen Tee verbrüht. Hä, aber der Milch ist doch schon lange kalt. Halt die Fresse. Wenn ich sage, du hast mich verbrüht, dann hast du mich verdammt nochmal verbrüht. Warte, wenn du jemanden schlägst, dann schlag mich. Ich muss meine Kunden schützen. Ach. Ich brauche 500.000 für meinen Anzug und nochmal 500.000 Schmerzensgeld. Also 1 Million. Das zahlt deine Firma doch, oder Kleines? Dann müssen wir die Angelegenheit wohl mit unseren Anwälten besprechen. Ha, sieh mal einer an, das kleine Mädchen hat Eier. Ayami. Liebling. Oh. Zurück. Wer zur Hölle bist du denn? Ich bin der Fremdenführer. Mein Job ist es, die Leute um den Müll herumzuführen. Tja, und so ein Zufall. Wir haben direkt welchen vor der Nase. Das ist echt kein toller Anblick. Ha, große Worte für deinen Versuch, den Helden zu spielen, erhöht sich die Rechnung auf 2 Millionen. Wie wär's, wenn ich dir dafür im Gegenzug den Kiefer breche? War nur so eine Idee. Oh. Ich tue wohl nicht so viel. Er hat ja gar nichts drauf, der Dude. Well. Ach scheiße, jetzt ist mein Anzug ganz schmutzig. Wie wäre es, wenn ich dir 2 Millionen in Rechnung stelle und wir sind quitt? Tut mir so leid! Ja, und weg ist er. Oh, danke, danke, zu viele Ehre. Autogramme gibt's später. Ja. Das war knapp, Tanaka-san. Aber jetzt ist alles gut. Danke, du hast mich wirklich gerettet. Nein, nein, nein. Ich bin nur froh, dass es dir gut geht. Alles klar, Leute. Kommen wir zum Ende der Führung. Ja, die Feenleinführerin zieht voran. Der Typ hat richtig Bock. Ach, so stimmt das aber auch nicht, Kasuga. Ausgefallenes Mikrofon. Da schreitet sie dahin. Oh, das sind die Eltern. おっちょこちょいなんですけど、一生懸命で親孝行な子なんです。私たちに心配かけないようにしてるだけで、本当は仕事がうまくいってないんじゃないかとか、今日来るまではすごく不安で。でも今日のあやみの姿を見てすごく安心したんです。あやみがあんなにたくましくて、人を笑顔にできる子だなんて今まで知りませんでした。お父さんなんて感動して泣いてましたよ。お母さん、余計なことを言うんじゃない。あいつはこれからもっといいガイドになりますよ。可愛い子には旅をさせよですね。春日さんみたいな素敵な方もいますし。あやみとはどういったご関係で？ちょっとお父さん。ああ、これは失礼。春日君と言ったね。これを。Technischer Booster。春日さん、これからもあやみをお願いいたしますね。ふう、あやみはいい両親を持ったな。ツアーガイド頑張れよ、あやみ。Reiseleiterin in Nöten beendet. Ah, so. Hat sie sich bei uns beworben. Heute haben wir eine gemütliche Tour durch Chinatown gemacht und konnten dabei sogar noch einer Freundin helfen. Beim nächsten Mal warten noch weitere spannende Geschichten auf uns. Da gibt es schon eine ganz kleine Vorschau auf das, was euch dann erwartet. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mich das doch gerne wissen. Bis dahin. Ciao, tschüss.